Volle Tribünen im Trabrennpark in der Wiener Kreau am Derby-Renntag kommen nicht nur die Stammbesucher in den Wiener Prater. Die 129. Auflage dieses Rennklassikers kennt einen Top-Favoriten. Tosca Victory, er hat seine Konkurrenz stets klar beherrscht und alle wichtigen Rennen im großen Stil gewonnen, gilt als unschlagbar. Der Deutsche Gerhard Bindl trainiert den Hengst und fährt ihn auch im Rennen. Diesmal bin ich der große Favorit, müssen wir schauen, dass wir es richtig machen. Trotzdem die Anspannung natürlich vor einem Traber-Derby doch größer als bei einem normalen Rennen. Das auf jeden Fall, weil ich meine, genau dann will man natürlich überhaupt keinen Fehler machen. Aber wie gesagt, jetzt, es ist noch ein paar Stunden hin, aber bis jetzt war alles in Ordnung. 7 Zuchtrennen hintereinander hat Tosca Victory gewonnen. Besser geht es ja fast nicht. Gibt es überhaupt eine Schwäche des Pferdes? Eigentlich nicht. Ich hoffe auch nicht, dass wir heute auch nicht entdecken. Die Gegnerschaft. Es gibt doch 2, 3 Herausforderer, die man sicherlich nicht unterschätzt. Gerhard Bindl ist ein gewiefter Taktiker, der seine Gegner kennt. Happes Meck, aber ein Pferd, welches nur in Schweden gestartet ist, eine unbekannte Größe. Das ist richtig. Also es ist halt so, es sind sehr viele Gegner drin. Und dem einen oder anderen Fahrer kann da auch durchaus irgendwas einfallen dabei. Also ich glaube nicht, dass wir es ganz leicht machen werden. Die Taktik bleibt natürlich bis zuletzt verborgen. Dennoch denkt man, dass Gerhard Bindl mit Tosca Victory doch bald das Zepter selbst in die Hand nehmen wird. Naja, es ist das Normalste. Also ja, konsequent nach vorne fahren, anders geht es eigentlich nicht. Einer der Herausforderer vom großen Favoriten Tosca Victory ist Milo Mo, der gefahren wird von Mario Zandarigo. Er hat ja heuer schon 1 Zuchtrennen gewinnen können in Ebrechtsdorf mit Milo Mo. Wie stehen heute die Chancen? Kann man Gerhard Bindl überhaupt fordern? Ja, ich glaube, jetzt momentan ausschaut, fordern glaube ich können wir nicht, wenn es normal regulär geht. Aber es ist nichts ist unmöglich, sage ich. Die Form des Pferdes liest man ja zuletzt nicht unbedingt positiv. Da gab es ja eine Behinderung davor, aber gute Leistungen. Wie ist Milo Mo heute einzuschätzen? Der Pferd ist sicher gut in Form. Letztes Mal war das eine Behinderung. Und wir hoffen, dass wir einen guten Rennverlauf haben und hoffen, dass wir das Beste draus machen. Mit der Derby-Distanz von 2600 Meter hat er, glaube ich, keine Probleme. Nein, das ist sicher kein Problem. Eher kommt es ihm zugute, glaube ich. Martin Redl, wieder einmal Gast hier in der Wiener Kreau, seit einigen Jahren in Schweden und heute mit einem Pferd, welches in Schweden vorbereitet worden ist, zum ersten Mal in Österreich. Ja, er ist heute zum ersten Mal in Österreich, wurde Ende 2 zu mir nach Schweden überstellt und war ihm das Hauptziel Start im Derby. Für uns eine große Unbekannte, auch wenn man den Fernsehberichten Folge leisten kann. Er ist gut in Schwung, Distanz sicherlich kein Problem. Wie wird es Martin Redl heute anlegen gegen den großen Favoriten? Ja, der große Favorit ist wahrscheinlich nicht zu schlagen, aber ich sage jetzt mal mit etwas Glück und passendem Rennverlauf, dahinter die Plätze sind sehr offen und wenn alles passt, kann er 2-3 sein. Das heißt für uns eigentlich ein Rennen im Rennen um Platz 2, 3, 4, so in etwa könnte es heute ablaufen. Ja, das ist richtig. 13 Gegner stellen sich trotzdem diesem auf dem Papier ungleichen Kampf, spekulieren mit einer Überraschung. Schließlich geht es um 70.000 Euro Gesamtdotation. Die Top 6 bekommen anteiliges Preisgeld. Mit der Startnummer 1, eine von 2 Stuten im Rennen, Hillary, gefahren vom bereits 70-jährigen dreifachen Derby-Sieger Dieter Marz. Zuletzt gab es für dieses Duo 2 Siege. Programm Nummer 2 für Dallas Venus mit Michael Hönemann, der das Derby 2012 als Fahrer gewinnen konnte, zuletzt 2-mal Dritter. Milo Mo haben wir schon gehört mit Mario Zandarigo, eines von 2 Pferden aus dem Trainingsquartier von Mats Strandqvist, dem schwedischen Trainer in Österreich. Ein Zuchtrennen hat er gewonnen in Abwesenheit von Tosca Victory. Mit der 4 Shinox, Ferdinando Pisacane aus Italien im Salchi, weil der Trainer Willem Loderer wegen einer Rempelei gesperrt wurde. Mit der 5 Zinto, ein Wallach, Josef Sparber, gebürtiger Tiroler. Der 12 Owen Money, gefahren von Ari Karlenkaski, einem Finnen, der schon seit vielen Jahren in Österreich tätig ist. Das 4. Pferd aus der Obhut von Hubert Brandstätte Junior. Die 2. Stute im Feld mit der 13 Geisha Venus, gefahren vom Wiener Trainer Karl Magier, zuletzt 2-mal siegreich, aber in weit weniger guter Klasse unterwegs. Und mit der 14 der größte Außenseiter 2.50, Konrad Lugauer, steuert dieses Pferd aus dem Team Neuhof. Nach einem Fehlstart klappt der 2. Versuch.
Das 2600 Meter lange Rennen begleitet sie nun die Stimme des Rennbahnkommentators in der Wiener Kreau, Gerhard Reichebner. Noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer. Ab, das 129. österreichische Traber-Derby ist gestartet. Und einen Startfehler begangen hat 2.50, ebenso wie Attack Venus. An die Spitze des Feldes wollte sich Inka Sunrise setzen, innen kontert jetzt Dallas Venus, Fehler außen von Hillary. Und auf die Tribüne gerade übernimmt nun Shinox das Kommando. Shinox in Front, aber außen ist jetzt der hohe Favorit zur Stelle. Tosca Victory, innen dahinter Dallas Venus, fast ein Verlauf, den wir uns aufgezeichnet hatten. Tosca Victory übernimmt nun die Führung in den Stadionbogen ein. Shinox dahinter an zweiter Stelle, dann Dallas Venus in dritter Position. Diese drei in dieser Phase des Rennens sehr deutlich vor Mailomo. Geisha Venus ist fünftes Pferd vor Zinto, sehr deutlich zurück dahinter. Bardolino Venus dahinter, sind wir Opis Mac vor Owen Mini. Das Feld wird sich noch zusammenschieben, aber Tosca Victory jedenfalls, der hohe Favorit, führt jetzt vor den Stallungen, führt vor Shinox. Und dahinter Dallas Venus. Mailomo weiterhin viertes Pferd vor Geisha Venus, die sich ja sensationell hält in der Anfangsphase. Zinto ist das sechste Pferd, sehr deutlich dahinter, gefolgt von Bardolino Venus. Dann macht sich Hoppe Smack auf, um Boden gut zu machen vor Owen Mini. Dahinter dann noch Attack Venus. Es geht abermals durch den Messebogen. Mit Tosca Victory in Führung vor Shinox. Dahinter Dallas Venus, weiterhin drittes Pferd. Mailomo ist vierter vor Geisha Venus. Jetzt ist Hoppe Smack aufgerückt und hat die Lücke etwas schließen können. Es geht wieder vor die Zuschauer. Etwas mehr als eine Runde ist noch zurückzulegen. Tosca Victory führt mit gut drei Längen vor Shinox. Dahinter Dallas Venus an dritter Stelle. Mailomo ist weiterhin vierter vor Geisha Venus. Außen verbessert sich Hoppe Smack vor Owen Mini und innen Zinto dann deutlich zurück. Bardolino Venus und 2.50. Wir sind in der Schlussrunde. Es führt Tosca Victory das Feld abermals durch den Stadionbogen. Shinox innen 2000, rückt jetzt Mailomo in guter Haltung auf. Innen Dallas Venus vor Hoppe Smack, der nicht mehr weit von den Führenden entfernt ist. Letzte Stallgerade. Tosca Victory führt. Shinox innen 2000, Mailomo. Jetzt auf gleicher Höhe mit Shinox, jetzt schon Zweiter. Dahinter Hoppe Smack, innen gefolgt von Dallas Venus, dahinter noch Owen Mini. Tosca Victory führt bei Erreichen des Schlussbogens im 129. Traber Derby, gesponsert von Admiral Sportwetten. Tosca Victory vor Mailomo, außen geht Hoppe Smack weiter vor. Gibt es da vielleicht eine Sensation oder setzt sich der Favorit durch? Tosca Victory führt, außen kommt Hoppe Smack mit riesen Schritten daher und stellt den Favoriten zum Kampf. Inne Tosca Victory, außen Hoppe Smack in Führung. Inne Tosca Victory, Hoppe Smack und Martin Riedl führen, setzen sich ab, innen nochmals Tosca Victory. Aber das Derby geht an Martin Riedl und Hoppe Smack. Tosca Victory Zweiter vor Mailomo, dann Shinox und Geld gibt's noch für Dallas Venus und Zinto. Und aus dieser Perspektive ist der Klasseunterschied des vierjährigen Jahrgangs deutlich zu sehen. Sensationssieger Hoppe Smack trab 1,15,2 und stellt den Derby-Rennrekord von Striking Actions aus dem Jahr 2009 ein. Tosca Victory verbessert den Lebensrekord auf 15,4. Der Rest folgt mit Weile, angeführt vom dritten Mailomo mit Mario Zandarigo. Jubeltrubel, aber auch Tränen dann der Freude nach diesem Überraschungscoup im Lager von Hoppe Smack. Das, obwohl die Familie des Besitzers schon einmal 1983 mit Boni M einen Derby-Sieger stellen konnte. Martin Redl Siegfahrt kam aber auch für die Oberösterreicher vom Stall Condi unerwartet. Im Rennen war ich nicht so sicher, aber die letzten 400 Meter war ich ziemlich sicher. Waren Sie überrascht, dass der hohe Favorit nicht entgegenhalten konnte? Ja, war ich schon etwas überrascht. Ich habe zwar gedacht, dass ich ihn eventuell zum Kampf stellen kann, dass es dann zu einem härteren Kampf vielleicht die letzten 100, 150 Meter kommt, aber dass es so leicht wird, hätte ich nicht gedacht. Ist das der wichtigste und größte Sieg in Ihrer bisherigen Karriere als Trainer und Fahrer? Jein, als Trainer ja, als Fahrer jein. Weil, was kommt noch drüber? Eines der größten italienischen Rennen, die ich gewonnen habe.
Am Donnerstag hat das Pferd das erste Mal die Wiener Rennbahn gesehen, hat sich sofort angefreundet und sich wohlgefühlt. Der erste Start in Österreich mit dem Derby-Sieg gleich absolviert. Was wird in der Zukunft mit dem Pferd passieren? Die Zukunft wird man sehen. Er hat jetzt sehr viel Geld aufgenommen. Er wird jetzt wieder nach Schweden raufgehen. Aber ich glaube, das Pferd hat Potenzial gezeigt. Und ich glaube, dass er auch jetzt mit mehr Geld in seiner Klasse bestehen kann. Noch einmal zum Rennen selbst. Es hat einen Fehlstart gegeben. Hat das Sie und das Pferd ein bisschen nervös gemacht oder ist das Routine gewesen? Das war überhaupt kein Problem für ihn, da er ein sehr, sehr phlegmatisches Pferd ist. Phlegmatisch auch, wenn er gewinnt. Also unter dem Sieger-Triumphbogen war das Pferd sehr, sehr ruhig. Verkraftet es den Rummel auch gut? Ja, verkraftet er sehr gut. Wie gesagt, er ist ein sehr, sehr phlegmatisches Pferd. Und deswegen habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, dass manche Pferde das erste Mal auf einer Bahn viel Werbung und Fahnen und so. Aber er ist wirklich so ein cooler Typ. Also. Mit dem Sieg vielleicht jetzt auch das Lieblingspferd im Stall? Ja, das war aber schon vorher. Viel bejubelt vom zahlreichen Publikum lässt sich das Siegergespann des 129. Traber-Derbys dann noch feiern. Und wir machen noch einen Blick ins attraktive Rahmenprogramm zum Preis der Stadt Wien. Der wird heuer als Palio gelaufen, ein Bezirk übernimmt dabei die Patenschaft für ein Pferd und in diesen Fliegerrennen über 1600 Meter ist dank superschnellem Teilnehmerfeld eine Tempojagd zu erwarten. Top of the Rocks mit Gerhard Bindl und Breilord mit Gerhard Meyer sind die Top-Gespanne im Zehnerfeld. Ab! Der Preis der Stadt Wien 2014 ist gestartet. Das erste Palio von Wien, nicht glatt abgekommen, ist Sir Michel. Und an die Spitze des Feldes setzt sich zunächst Going Ass, wird draußen sofort bedrängt von Frelord. Dahinter sehen wir Alcan Elegance und an der Innenkante die glatt abgekommene Four Roses Venus. Dann folgt in fünfter Position Royal Flush. Going Ass hat die Spitze behauptet, Frelord wird dahinter an die zweite Stelle zurückgenommen. Alcan Elegance folgt in dritter Position vor Four Roses Venus, dann Royal Flush, dahinter Sanssouci, gefolgt von Top of the Rocks und dann Histogramma SAS, während in der Zwischenzeit Colin McKenzie mit einem Fehler zurückgefallen ist. Going Ass in Front kann das Tempo herausnehmen, der Bahnrekord daher ist in Frage gestellt, aber Going Ass führt jedenfalls bei Reichen des Startenbogens vor Frelord, dahinter Alcan Elegance an dritter Stelle. Es folgt Four Roses Venus, außen attackiert jetzt Sanssouci und in seinem Rücken damit auch Top of the Rocks, innen Royal Flush vor Histogramma SAS. So geht's auf die Stallgerade. Going Ass für Ramsa am Dachstein, also mit Josef Ranzl im Salt geführt. Dahinter Frelord an zweiter Stelle. Außen Sanssouci. Going Ass weit in Front. Jetzt greift Frelord an. 1:14:0 die Durchgangszeit für den Kilometer. Aber Frelord hat jetzt die Spitze übernommen. Für zu Beginn des Schlussbogens. Sehr knapp jetzt immer noch vor Going Ass, sehr deutlich zurück dahinter, dann Top of the Rocks, der jetzt eingesetzt wird und nachsetzt. Aber Frelord für Kitzbühel, für den Trabrennverein Kitzbühel voran. Bei Erreichen des Einlaufes, Frelord in Führung, dahinter Going Ass, dann noch Top of the Rocks. Frelord und Gerhard Meyer vor Going Ass, außen dann noch Top of the Rocks, aber es wird ein überlegener Erfolg für Kitzbühel, für Frelord und Gerhard Meyer. Rang 2 für Top of the Rocks, dann Going Ass vor Histogramma SAS. Frelord aus dem Stall Antonshof, für den der Trabrennverein Kitzbühel die Patenschaft übernommen hat, trabt mit 1:12,8 Bahnrekord und lässt seinen Trainer jubeln. Das Pferd ist eine Klasse für sich in dem Feld, hat man gesehen. Und ich bin mächtig stolz, so ein Pferd im Stall zu haben. Und auch natürlich eine Gratulation an die Frau Besitzer, die sich heute auch freut, den Bahnrekord und den Preis der Stadt Wien gewonnen zu haben. Nur 14 Tage hat damit der Bahnrekord von Shahir aus demselben Stall gehalten. Jetzt steht Vrijlords Bestzeit in den Rekordbüchern. Den Sommer wird sie wohl überstehen. Den Traben in Wien macht nun Sommerpause. Bis es Anfang September wieder losgeht, wird in Baden und im Magna Rasino in Ebreichsdorf um Rekorde, Euros und Ehre gelaufen.